Am Abend des 27. September 1994 stach die Estonia, eine 155 Meter lange Passagierfähre, von der estnischen Hauptstadt Tallinn aus in See. Ihr Ziel war Stockholm, aber dort kam sie niemals an. Nach 6 Stunden Fahrt sank die größte Autofähre der estnischen Flotte auf den Grund der Ostsee und riss dabei 852 Passagiere und Crewmitglieder in den Tod. Es war das schlimmste Schiffsunglück in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Schrecken dieser Tragödie ist nicht vergessen. Das Wrack wurde nie gehoben. In den folgenden Monaten und Jahren sind über die Ursache des Unglücks verschiedene Verschwörungstheorien verbreitet worden, die einen Bombenanschlag, Sabotage durch Gangster oder sogar durch den KGB oder die CIA unterstellten. Dieser Film rekonstruiert die letzte Stunde der Estonia. Interviews mit überlebenden Crewmitgliedern und Passagieren und die Analyse von Ergebnissen der Untersuchungskommission dokumentieren, was auf der Estonia wirklich geschehen ist. Kurz vor eins am frühen Morgen des 28. September 1994 stampft die Estonia gegen die schwere See an. Sie fährt seit etwa 6 Stunden und hat fast die halbe Strecke nach Stockholm zurückgelegt. Sie ist jetzt mitten auf der Ostsee. Für Kapitän Andresson ist es nur eine weitere Routinefahrt. Aber innerhalb einer Stunde wird die Estonia sinken. Das Wetter wird immer schlechter. Kapitän Andresson wurde in der Sowjetunion ausgebildet und hat 20 Jahre Erfahrung auf See. Er ist vom ersten Tag an Kapitän auf der Estonia. Als Joint Venture mit schwedischen Partnern ist die gewaltige Autofähre ein stolzes Symbol für Estlands neue Unabhängigkeit. Doch Kapitän Andresson will unbedingt den Fahrplan einhalten. Die Estonia muss zeigen, dass sie mit ihren skandinavischen Nachbarn mithalten kann. Hoia 14 selmelist kiirus, kui teeme siia kogu ajaks. Aga pole viskit muret. Seal näevad veel kõik piisavalt rõõmsad. Laseme endeil veel rohkem täis juua. Heute Nacht ist die Estonia mit knapp 1000 Menschen an Bord nur halb voll. Es ist bereits eine Tanzgruppe aufgetreten. An einer Bar sind die Teilnehmer einer Konferenz zur Unabhängigkeit der baltischen Staaten auf dem Rückweg nach Schweden. Unter ihnen auch Kent Herstedt, aber der starke Seegang beeinträchtigt sein Wohlbefinden. Nein, danke. Und dann lassen Sie? Nein, ich mache nicht sehr gut. Und ich habe nicht einen dunklen Tag. Natürlich spürten wir inzwischen, dass da draußen ein heftiger Sturm tobte. Aber keiner von uns hat sich ernsthaft Sorgen gemacht. Dann kam eine große Welle und alle Drinks flogen auf den Boden und die Gläser zerbrachen. Wir fingen an, herumzuwitzeln, Anspielungen auf die Titanic zu machen. Wir sagten, es ist fast wie auf der Titanic. Bald spendieren sie Champagner und die Musik fängt wieder zu spielen an. Wir lachten ein bisschen und bauten dadurch unsere latente Nervosität ab. Denn inzwischen war der Seegang ziemlich heftig. Aber nicht die See ist das Problem, sondern das Schiff. Die Estonia hält unaufhaltsam Kurs auf die Katastrophe.
Die meisten Passagiere sind seekrank und gezwungen, alleine in ihren Kabinen dem Sturm zu trotzen. Hele Mörtus, eine junge Ästin, arbeitet seit über 1,5 Jahren im Duty-Free-Shop an Bord. Doch an diesem Tag hat sie erfahren, dass sie schwanger ist und bald ihren Job kündigen muss. Hele hatte schon immer Angst vor Unwettern. Ich fühlte mich schlecht, zum einen wegen meiner Schwangerschaft und zum anderen wegen des Sturms. Ich bin einfach schnell ins Bett gegangen. Mikael Öun, ein schwedischer Fernfahrer und Techniker, ist schon den ganzen Abend seekrank. Ich lag auf dem Rücken und hatte das Gefühl, dass es so viel besser ist. Den Wecker hatte ich mir zeitig für den nächsten Morgen gestellt, um noch frühstücken zu können, und bin dann eingeschlafen. Da das Schiff heftig schwankt, denkt er noch daran, dass sein LKW auf dem Autodeck nicht angekettet ist. Das geht ihm so durch den Kopf, während er versucht einzuschlafen. Annelie Konrad, die junge estnische Tänzerin, ist zum ersten Mal auf dem Schiff und fühlt sich auch unwohl. Es war eher so ein mulmiges Gefühl in mir. Aber in diesem Augenblick dachte man nicht daran, dass es zu einer Katastrophe kommen würde. Bis dahin hatte Annelie kaum Zeit, den Sturm zu bemerken. Als Mitglied der neuen Tanzgruppe hatte sie an diesem Abend ihren ersten Auftritt an Bord. Wir waren alle nervös, hatten Lampenfieber, die Beine zitterten. Aber wir gaben unser Bestes. Ein paar von den Mädchen sind ins Schlagzeug gefallen. Das Schiff schaukelte ziemlich heftig. Hersted sieht sich die Show von der Bar aus an. Niemand achtet auf den Sturm draußen und backstage lacht Emily über ihren Auftritt. Aber jetzt wird sie doch unruhig. Ich weiß noch, dass ich allein aus der Garderobe kam und die Treppe runterging. Irgendwie ging ich zu weit. Ich blieb stehen und hörte durch die Wände lauter Autoalarmanlagen. Ich geriet in Panik. Irgendwas stimmte da überhaupt nicht. Ich spürte diese Angst und fing an loszulaufen. Und dann oben beruhigte ich mich. Ich dachte mir, wie blöd ich doch bin. Doch ihre Angst ist gar nicht irrational, denn nur 2 Decks unter ihr liegt der größte Schwachpunkt des Schiffes, das Autodeck. Wenn diese freie Fläche von nur 10 Zentimetern wasserbedeckt ist, reicht das, um die ganze Fähre zum Kentern zu bringen. Sogar noch schneller als durch ein Loch unten im Rumpf. Das Autodeck wird durch einen hochklappbaren Bug, das sogenannte Bugvisier, geschützt. Darin befindet sich ein starkes, wasserdichtes Innentor. Hier unten macht der Wachhabende gerade seinen Kontrollgang. Und mitten im Getöse des Sturms hört er ein lautes, metallisches Krachen aus dem Bereich der Bugklappe. Das Krachen ist das erste Zeichen dafür, dass irgendetwas schiefläuft. Innerhalb von 24 Stunden werden Schweden, Finnland und Estland eine Expertenkommission einberufen, um die Ereignisse und die Umstände der Estonia-Katastrophe zu untersuchen. Dabei wird man bis in das Jahr 1980 zurückgehen, als die Estonia von der renommierten deutschen Meyer-Werft für die finnische Viking Line gebaut wurde.
Die finnischen Behörden hatten ihr ein A1-Zertifikat erteilt, was so viel hieß wie seetüchtig für alle Weltmeere. Ihr schön geschwungener Bug gab ihr eine elegante Linie, was aber auch zu der sich anbahnenden Katastrophe beitragen sollte. Die Ostsee ist berüchtigt für ihre niedrigen, aber heftigen Wellen. Erst vor wenigen Monaten hatten solche Wellen das Bugvisier eines Schwesterschiffs der Estonia abgebrochen. Niemand hatte aber daran gedacht, die baugleiche Estonia zu überprüfen. Dieser Unfall sollte sich nun wiederholen. Bei Schichtende übergibt Kapitän Andresson an seinen zweiten Offizier. Und niemand merkt, dass die Verriegelungsbolzen an dem gigantischen äußeren Bugvisier von der schweren See beschädigt wurden und gerade abbrechen. Das Schiff traf so hart auf die Wellen, dass es beinahe stehen blieb. Dann krachte es dreimal, als ob etwas Schweres umgestürzt war. Es klang, als wäre ein Anhänger auf dem Autodeck umgefallen. In Wirklichkeit waren es die vorderen, die Steuerbord- und die Bodenverriegelungen, die vom 54-Tonnen-Bugvisier abbrachen. Jetzt wird die riesige Metallklappe nur noch von ihren Scharnieren und den hydraulischen Armen auf jeder Seite gehalten. Die Scharniere brechen als erstes. Als nächstes reißen die beiden Arme vom Bugschott ab und schicken dabei eine Schockwelle durch das ganze Schiff. Passagiere auf den unteren Decks hören, wie das Visier vom Rumpf abspringt. Manche glauben, auf dem Schiff sei eine Bombe explodiert oder es sei auf eine Mine gelaufen. Wie die Kommission später ermitteln wird, ist niemandem auf der Brücke klar, dass das vordere Bugschott des Schiffes von den zuständigen Behörden nie hätte abgenommen werden dürfen. Zwischen dem Bugvisier und dem entscheidenden Innentor hätte ein größerer Abstand sein müssen. Das herabstürzende Visier reißt diese wasserdichte Barriere auf und das Wasser strömt aufs Autodeck. Jetzt wirken sich die Konstruktionsfehler des Schiffes gegen Kapitän Andressons Mannschaft aus. Die Warnsensoren melden der Brücke nicht, dass etwas nicht stimmt. Und weil die Estonia so riesige Aufbauten hat, können die Offiziere auf der Brücke auch nicht sehen, dass die Bugklappe fehlt. Die Videoüberwachungsmonitore, die das Autodeck zeigen, stehen hinter den Offizieren im Kartenraum. Die Männer unten im Maschinenraum sind die einzigen, die das Wasser sehen. Da sie es nur für Regenwasser halten, schalten sie die Pumpen ein. Sie melden der Brücke nichts. Doch als der Cheftechniker sieht, dass die Pumpen überlastet sind, geht er zum Autodeck, um nachzusehen. Er weiß, dass es ernst ist. Denn wenn diese Wassermenge auf eine Seite schwappt, wird ihr Gewicht das ganze Schiff mitziehen. Jetzt ist es zu spät. Die Wassermenge drückt bereits auf die Steuerbordseite. Das Schiff bekommt heftig Schlagseite. Dieser Augenblick kam einem sehr lang vor. Dabei war es nur ein Sekundenbruchteil. Ich hing am Geländer der Bar und konnte sehen, wie die Leute alle runterfielen. Ich weiß noch, dass ich mein Hörvermögen verlor. Sehr seltsam. Ich konnte nur meinen Puls hören, meinen Herzschlag. Es wurde ganz ruhig und die Leute versuchten zu begreifen, was los ist. Kontrolli, che ballast! Pumpa ballast, vesi, teisele poole.
Hannes Kardak, ein junger Techniker unten im Maschinenraum, hört den Befehl. Aber wir hatten den Backbordtank schon gefüllt, deshalb konnten wir nichts mehr tun. Während Kapitän Andresson versucht, sich zur Brücke hinaufzukämpfen, sind die meisten Passagiere in ihren Kabinen aufgewacht. Die Lindströms kehren vom Urlaub zurück nach Schweden. Wie bei fast allen an Bord hängen ihre Überlebenschancen davon ab, wo auf dem Schiff sie sich befinden und wie schnell sie reagieren. Der 19-jährige Magnus Lindström teilt mit seiner Freundin Katrina eine Kabine neben der seiner Eltern. Er reagiert sofort. Mamma, Papa, komm igen. Du måste ut härifrån. På med kläderna. Fast jeder ist verwirrt. Wir mussten uns zur Tür hangeln. Mir kam das wie ein Stummfilm vor. Ich sah alles, aber konnte nichts hören. Michael Öuns Kabine, auch auf Deck 4, neigt sich abwärts. Ich sagte mir, ich muss jetzt raus und sehen, was los ist. Dann fand ich meine Kamera, steckte sie in die Tasche. Der Wachhabende, der nochmal das Autodeck inspizieren sollte, kommt nicht mehr tiefer als Deck 4. Hele war für Notfälle ausgebildet. So ein Schock. Ich erinnerte mich von der Ausbildung, dass ich viel anziehen sollte. Ich nahm, was ich sah, und zog es an. Dann kletterte ich aus der Kabine. Hinter dem Fenster war schon Wasser. Ich kletterte an den Türpfosten in Richtung Ausgang. Ein Fehltritt hätte bedeutet, in die nächste Kabine zu stürzen. Kapitän Andresson und seine Leute müssen nun sofort extrem schwierige Entscheidungen treffen. Der Kapitän hofft, dass sich die Estonia wieder etwas gerade aufrichtet, wenn er die Schlagseite des Schiffes gegen Wind und Wellen stellt. Eine verhängnisvolle Fehleinschätzung, denn die tosende See überflutet nun die unteren Decks mit 20 Tonnen Wasser pro Sekunde. Das führt zu immer stärkerer Schlagseite. Magnus führt seine Eltern und seine Freundin zur Treppe. Für die 1000 Leute an Bord ist das zentrale Treppenhaus die einzige Rettung. Man musste auf die Leute aufpassen, die vom oberen Korridor heruntergerutscht kamen. Deshalb lief ich sehr schnell über dieses Loch. Auf der anderen Seite trifft er Michael Öun. Magnus und Michael Öun kämpfen sich nach oben zum offenen Deck durch. Ich komme also auf Deck 5 und dann merke ich, dass meine Eltern und meine Freundin nicht mehr hinter mir sind. Also gehe ich wieder runter zu Deck 4, will auf die andere Seite von dem Loch. Wie viele andere war Magnus' Familie durch die Situation völlig gelähmt. Mein Vater hat gar nichts gesagt. Meine Mutter stand einfach da. Und meine Freundin war unter Schock. Dann rief meine Mutter, lauf, rette dich. Da dachte ich nicht lange nach, sondern drehte mich um und kletterte wieder nach oben. Es war das letzte Mal, dass Magnus seine Familie gesehen hat.
Annelie merkt schnell, wie gefährlich es auf dem Flur ist. Ich muss wie hypnotisiert gewesen sein. Dann sah ich diese Frau da liegen. Wahrscheinlich bewusstlos, aber ich habe Blut in ihrem Gesicht gesehen. Und mein erster Gedanke war, dass sie tot ist. Ich hatte nur einen Gedanken. Was stehst du hier rum? Raus, raus! Wir hielten uns fest und sahen andere, die sich nicht mehr halten konnten. Dann waren da diese Leute, die einfach in der Ecke saßen und aufgegeben hatten. Das war echt schockierend. Aber die Überlebenschancen schwinden schnell. Die Frauen und Kinder, die Alten und die Verletzten haben keine Kraft mehr, um zu fliehen. Sie können nur warten, bis das Schicksal zuschlägt. Solange man innen war, fühlte man sich wie in einer Falle. Aber man durfte nicht in Panik geraten, denn dann hastete man rauf und fiel wieder runter. Manche weinten resigniert, andere versuchten alles, um nach draußen zu kommen. Die letzte Hürde für Michael Öun ist es, die Außentür zu erreichen, die auf das Deck führt. Ich sah eine verschlossene Tür und an der zog ich mich hoch und raus. Für manche stellt das Außendeck eine zusätzliche, schockierende Gefahr dar. Rolf Söhrmann krabbelt direkt in die Hände von Räubern und Plünderern. Da waren sehr aggressive Leute rausgekommen. Ich habe gesehen, wie sie anderen Colliers, Goldketten und so weiter weggenommen haben. Genauso bei mir. Einer von den drei Typen hat mir mein Goldkettchen abgerissen. Ich hatte Angst. Ich hatte das Gefühl, dass ich womöglich umgebracht würde. Der Antrieb des Schiffes fällt komplett aus. Die Estonia ist nun völlig der tobenden Ostsee ausgeliefert. Es ist kurz nach 1.20 Uhr, also nur noch 30 Minuten, bis die Estonia ganz versinkt. So wie die Schlagseite des Schiffes zunimmt, schwinden die Chancen zu fliehen. Dann blieben die Hauptmaschinen stehen. Als Seemann weiß ich, dass ohne diese Maschinen das Schiff nicht manövrierfähig ist. Der Brücke bleibt nichts anderes übrig, als das Codewort für den Notfall durchzugeben. Als Crewmitglied versteht Hele diese kodierte Durchsage. Sie beordert die Crew zu ihren Feuerwachposten. Meine Pflicht wäre gewesen, auf das rechte Außendeck zu gehen. Aber der Teil des Schiffes, auf dem ich Passagiere retten sollte, befand sich schon unter Wasser. In der Panik, die durch die extreme Schlagseite entstanden war, wurde keine organisierte Evakuierung mehr eingeleitet. Die Ermittlungskommission hat das Fehlen einer geplanten Evakuierung als Versagen der Crew bezeichnet. Im Lauf der nächsten 30 Minuten werden viele hundert Menschen, die im Schiff gefangen sind, sterben. Verzweifelt setzt die Brücke den ersten Notruf ab. Mayday! Mayday! Estonia! Balloon! Mayday! Mayday! 14 Schiffe empfingen den Notruf. Am nächsten ist die Mariella, nur 9 Seemeilen entfernt. Estonia, Mariella! Estonia, Mariella! Aber die Antwort kommt nicht an. Voller Panik ignoriert der zweite Offizier den vorgeschriebenen Ablauf. Er funkt blind die Celia Europa an, ein weiterer Fehler, von der er glaubt, dass sie in der Gegend sein könnte. Celia Europa. Das schafft auf dem Notfallkanal große Verwirrung. Estonia. Estonia, Celia Europa. Celia Europa? Estonia,
Mitteleuropa, Viking, Estonia. Je verzweifelter die Situation wird, desto wirrer werden auch die Durchsagen. Die Kommission stellte später fest, dass der Funkverkehr nicht den Vorschriften entsprechend durchgeführt wurde. In das Durcheinander von Funksprüchen schaltet sich jetzt die Mariella ein. Mayday! Mayday! Silja Europa! Estonia! 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 Als ein jüngerer Offizier das Kommando übernehmen muss, gibt er keine Hinweise, wie schlimm die Lage ist. Der fast totale Stromausfall und die schwere Schlagseite halten ihn davon ab, die Koordinaten der Schiffsposition durchzugeben. Meil on problem. Tugev talle, paremale. Arvan, et see võiks olla 23 kraadi. Kas te saate appi tulla? Kutsuge Viking Line ka. Jah, Viking Line on meie taga ja nad kuulsid kindlasti infot. Kas oskete ütelda, kus asute? Meil on info sul, ma ei saa kätte. Ma ei saa seda öelda. Inzwischen ist die Schlagseite so stark, dass die Estonia sich auf die Seite gelegt hat. Viele kommen um, als sie durch die Fenster auf die andere Seite des Schiffes fallen. Das Innere ist zu einem offenen Hohlraum geworden, aus dem es kein Entrinnen gibt. Da war ein offenes Fenster und ich spürte, wie die Luft aus dem Schiff gedrückt wurde. Stattdessen musste wohl etwas anderes reinkommen und das war Wasser. Es war also nur eine Frage der Zeit, wie lange wir bleiben konnten. Es lagen viele Schwimmwesten herum. Deshalb nahm ich mir eine und zog sie an. Aber ich wusste nicht, wie man sie befestigt. Nachdem er den Plünderern entkommen ist, findet Rolf Söhrmann keine Schwimmweste. Wir fanden die Schränke für die Rettungswesten und versuchten, eine der Türen zu öffnen. Das war unmöglich, denn man hatte die Schränke frisch gestrichen und die Farbe klebte wie Leim, rund um die ganze Tür. Viele suchten so verzweifelt nach einer Rettungsweste, dass manche sie sogar anderen Passagieren entrissen. Ich versuchte auch eines von diesen großen runden Dingern zu öffnen, in denen die Rettungsinseln waren. Damals wusste ich nicht, dass die automatisch aufgehen. Bald änderte das Schiff wieder seine Lage. Ich musste sogar seitlich am Aufbau hochklettern. Mir wurde klar, dass ich das allein nicht schaffe. Da traf ich ein Mädchen, stellte mich ihr vor. Sie hieß Sarah und ich sagte, ich heiße Kent. Willst du mit mir zusammenarbeiten, damit wir uns dabei helfen können, hier irgendwie rauszukommen? Wir haben eine Art Pakt geschlossen. Unten im Maschinenraum gibt es nichts mehr, was Hannes und sein Kollege tun könnten. Ich hatte gehört, wenn das Autodeck vollläuft, würde das Schiff wie ein Stein sinken. Das war eine der größten Gefahren auf diesen Roll-on-Roll-off-Fähren. Dann dachte ich mir, hoppla, warum bin ich in diesem Augenblick gerade im untersten Teil des Schiffes? Deshalb fliehen Hannes und der andere Techniker über den Notausgang nach oben. Draußen haben viele Passagiere den Halt verloren und sind ins Meer gestürzt. Annelie wird eine der ganz wenigen Frauen sein, die überleben. 97% der weiblichen Passagiere sollten es nicht schaffen. Ich erinnere mich an diese Kiste mit Rettungswesten. Ich zog mir zwei an. Ich hatte noch nie zuvor versucht, eine anzuziehen. Ich wurde müde. Ich konnte mich nicht mehr festhalten. Bei der nächsten Bewegung des Schiffes fiel ich wie eine reife Pflaume. Ein Rohr oder so etwas traf mich im Gesicht. Es traf meinen Unterkiefer. Ich dachte nicht, dass ich noch irgendwelche Zähne übrig hätte. Es ging so schnell, bumm,
und dann war ich im Wasser. Lauter Sachen und Rettungsinseln fielen vom Schiff runter. Kraft alleine reichte nicht gegen die Natur. Es war zu heftig. Kraft half einem nicht. Es war mehr wie Glück, Schicksal, glaube ich. Estonia! Estonia! Die Mariella versucht, die finnische Küstenwache in Turku zu alarmieren. Aber Störungen verhindern, dass die Funksprüche auf dem Festland ankommen. Mariella, Turkola, vastake palun, lõpp. Mariella, Estonia Mayday, korda, Estonia Mayday, palun vastake. Der dritte Offizier schickt einen allerletzten Funkspruch an die Silja Europa. Kui kaugel te olete? Nüüd tuntu tosi huonolt. Jah, me oleme juba teel. Jõuame umbes 48 minuti pärast. Das Wasser erreicht die Brücke, den höchsten Punkt des Schiffes. Wann und wo sie am besten springen, das ist das Problem, das Kent Herstedt und seine Begleiterin Sarah haben. Ich schätze, es war ein Sprung aus 15 bis 20 Metern Höhe, also für jeden eine ziemliche Herausforderung. Aber dann ließ der Kapitän dreimal das Horn ertönen. Wir hören gerade das Horn und die Sirene. Und dann krachte die Brücke ins Wasser. Crash in the water. Okay. Ich wurde sehr sentimental. Ein Augenblick, den man sonst nur aus Büchern kennt. Der Kapitän beschließt, mit seinem Schiff unterzugehen. Kapitän Andresson wird mit seinem Schiff untergehen. Wir wissen nur, dass sie ins Wasser krachte und auseinanderflog. Eine gewaltige Sache. Und dann kam eine Riesenwelle und riss uns mit ins Wasser. Teils, weil wir entschlossen waren und teils, weil das Schiff sich wieder bewegte, sprangen wir ins Wasser. Wir hatten irgendwas um unsere Hüften. Ich hatte irgendwelche sehr schwere Sachen, die mich runterzogen. Und nach ein paar Augenblicken des Kampfes gab ich einfach auf. Ich hatte das Gefühl, dass ich es nicht schaffen würde. Stattdessen begann ich Wasser zu schlucken und wurde wohl ohnmächtig. Im nächsten Augenblick kam ich an der Oberfläche wieder zu mir. Sarah, Herden! Ja, für mehr, ne? Herden, kann der Retter gleich sein? Rolf Söhrmann und seine Kollegin Yvonne ergreifen ihre Chance. Ich spürte, wie ich im Wasser runtergezogen wurde, obwohl ich diese Schwimmweste anhatte. Sie hatte nicht genug Auftrieb, um mich an die Oberfläche zu bringen. Deshalb musste ich etwa 100 Meter von der Estonia wegschwimmen, um diesem Sog zu entkommen. Denn alle Hohlräume im Schiff, die mit Luft gefüllt waren, füllten sich jetzt mit Wasser. Es war wie Schaum, wie kochendes Wasser. Michael Öun ist noch nicht gesprungen. Er hat es geschafft, dem Wasser zu entkommen, indem er auf den umgedrehten Rumpf geklettert ist. It
Es war sehr surrealistisch. Die Kabinen waren jetzt unter Wasser. Das Schiff hatte sich noch mehr gedreht. Michael Öun klettert den Rumpf hinauf zur Stabilisierungsflosse, dem jetzt höchsten Punkt des Schiffes. Ich dachte, wenn Hilfe unterwegs ist, vielleicht auch ein Hubschrauber kommt, da fiel mir ein, dass ich meine Kamera in der Tasche hatte. Die hielt ich einfach vor mich und blitzte in den Himmel hinauf, damit man uns vielleicht sieht. Und dann sah ich zwei andere Fähren. Ich hielt meine Kamera hin und drückte nochmal. Michael merkt, dass er nicht länger bleiben kann. Ich hatte das große Glück, nicht gegen irgendwas zu stoßen, das im Wasser trieb. Ich hatte keine Schwimmweste mehr, denn ich hatte sie verloren, als ich ins Wasser fiel. Ohne Schwimmweste schafft er es zu einer nahen Rettungsinsel. Rolf Söhrmann, ein ausgebildeter Taucher, macht eine noch gespenstischere Erfahrung. Er schwimmt mit seiner Arbeitskollegin Yvonne weg und begegnet einer Gruppe von Passagieren, die an Schock und Unterkühlung leiden. Es waren Leute, die mehr oder weniger wie Zombies wirkten. Sie haben mir große Angst gemacht, denn ich dachte, vielleicht wollen die sich an mich klammern. Ich versuchte, mit ihnen zu reden, ihnen in die Augen zu schauen und so. Aber es kamen keine Reaktionen. Dabei waren die alle am Leben. Die standen vollkommen unter Schock. Deshalb beschlossen wir, um diese 4 bis 5 Leute herumzuschwimmen und uns auf der anderen Seite zu treffen. Aber als Söhrmann auf der anderen Seite um sie herumgeschwommen war, ist Yvonne verschwunden. Es war ziemlich hart, viel Arbeit dahin zu kommen. Ich kämpfe mich also über eine Welle und rufe zu ihr rüber, dass wir aufeinander zuschwimmen müssen. Das versuchten wir. Aber nach ein paar Wellen war sie weg und alle anderen waren auch weg. Ich war also allein und dann machte mein Herz so. Kent und Sarah finden eine umgedrehte Rettungsinsel. Sie können sie nicht aufrichten. Sie sind Wind und Wasser ausgesetzt. Jedes Mal, wenn eine große Welle kam, mussten wir uns wirklich sehr anstrengen, um oben drauf zu bleiben. Aber selbst das ist noch sicherer als die Alternativen. Rolf Söhrmann findet nur eine kaputte Rettungsinsel. Sie war kieloben und vorne kaputt und sehr tief im Wasser. Ich war zu nervös. Die zwei Jungen und das Mädchen hielten mich fest. Die Insel treibt dann zurück auf die sinkende Estonia zu. Söhrmann glaubt, das wäre das Ende. Wir kamen an der Estonia vorbei, als sie völlig umgedreht war und sahen den Bug. Ich hatte das Gefühl, wir würden in die Estonia hineingezogen und ich dachte, scheiße, nein, jetzt werde ich in das Schiff hineingesaugt. Keine 300 schaffen es, der sinkenden Estonia zu entkommen. Die meisten bleiben in ihr gefangen oder schaffen es nicht, sich vom umgedrehten Rumpf zu lösen. Die Silja Europa erreicht 20 Minuten nach dem Notruf Radio Helsinki. Als ich das Schiff sinken sah, ragte es fast wie ein Kirchturm senkrecht aus der See. Und gerade als das Schiff sank, schien die See ruhiger zu werden und der Mond kam heraus und beleuchtete alles. Obwohl wir in dieser fürchterlichen Lage waren, wir froren und kämpften, um auf der Rettungsinsel zu bleiben, so sah es doch sehr schön aus, wenn wir zum Schiff hinüberschauten mit den ganzen Lichtern an Bord. With all the lights on board and
Für mich war es sehr schwer, diese absolut entsetzliche Situation überhaupt zu begreifen. Deshalb symbolisierte das etwas Positives statt etwas Furchtbarem. Ich glaube, die Erklärung dafür ist, dass es unmöglich war zu begreifen, was da tatsächlich passiert war. Um 1.48 Uhr verschwindet die Estonia vom Radarschirm der finnischen Militärbasis auf der nahen Insel Utö. Für diejenigen, die das Glück hatten, das Schiff verlassen zu können, beginnt jetzt der grausamste Überlebenskampf. Nur 137 von knapp 1000 Passagieren und Crewmitgliedern an Bord werden überleben. Selbst diejenigen, die das Glück hatten, Rettungsinseln zu finden, werden wahrscheinlich an Unterkühlung sterben. Ich erinnere mich an einen sehr sportlichen Typen. Die Kälte kroch sofort durch die Haut bis in die Knochen. Deshalb waren von etwa 20 zu Beginn am Morgen nur noch wir 7 Überlebende übrig. Mikaeli Uuns Rettungsinsel liegt jetzt richtig herum. Trotzdem gab es auch darin Tote. Da war ein Mann, der murmelte, sprach. Deshalb dachte ich, ich halte seinen Kopf über Wasser, damit er nicht in der Rettungsinsel ertrinkt. Ich hielt ihn also ziemlich lange. Dann merkte ich, dass er steif wurde und dass er tot war. Nachdem er schon seine Kollegin Yvonne verloren hatte, hält Rolf Sürmann über dem Rumpf der umgedrehten Insel die Hände eines jungen Mädchens fest. Stundenlang versucht er, sie bei Bewusstsein zu halten und zu verhindern, dass sie runterrutscht, bis eine große Welle über ihn zusammenschlägt. Sie wurde weit ins Meer hinausgetrieben. Ich konnte sie nicht festhalten, weil ich meine Finger nicht mehr bewegen konnte. Die ersten Rettungshubschrauber treffen um 3 Uhr früh ein. Aber es gibt Probleme mit der Ausrüstung und viele Überlebende sterben, während sie auf die Hubschrauber warten, die nochmal zur Basis zurückkehren müssen. Jetzt in den frühen Morgenstunden hatte ich wirklich das Gefühl, dass der Tod uns immer näher kam. Die Passagierfähre Mariella, der auch einmal auf See das Bugvisier gebrochen war, ist das erste Schiff, das eintrifft. Um 3.08 Uhr rettet die Crew die ersten 6 Überlebenden. Der Mann, der vom Hubschrauber runterkam, wollte als erstes den retten, der in der schlimmsten Verfassung war. Aber der war einfach in Panik und fing an, gegen den Retter zu kämpfen. Als er dann auf dem Weg nach oben in den Hubschrauber war, flippte er aus, stürzte runter ins Wasser und versank. Um 9 Uhr früh sind die letzten Überlebenden gerettet. Kent Herstedt ist einer von ihnen. Insgesamt wurden nur 94 Leichen gefunden. Die Mehrzahl der 852 Opfer bleibt in der Estonia gefangen. Die schwedische Regierung beschloss, sowohl aus finanziellen als auch aus Gründen der Pietät, das Wrack nicht zu heben. In den kommenden Monaten und Jahren führte diese Entscheidung, wie auch der Wunsch, die Schuld nicht nur im menschlichen Versagen zu suchen, zu einer Reihe von Verschwörungstheorien, darunter Sabotage durch die CIA oder durch den KGB oder sogar durch Gangster. Aber die gründlichen Ermittlungen der Kommission und die glaubhaften Zeugenaussagen widerlegen das. Es ist jetzt klar, dass der Untergang der Estonia das Ergebnis einer Verkettung unglücklicher Ereignisse und Fehler war, die zusammen mit technischen Defekten zur Katastrophe geführt haben. Das 54 Tonnen schwere Bugvisier wurde eine Seemeile von der Stelle entfernt, an der die Estonia gesunken war, geborgen.
Montagefehler und die zu schwachen Sicherheitsverriegelungen ließen zu, dass es von der schweren See weggerissen wurde. Die dreijährigen Ermittlungen der Kommission zeigten, dass keines der beteiligten drei Länder frei von Schuld war. Die finnischen Behörden hatten ursprünglich der Estonia ein A1-Zertifikat gegeben, sodass sie überall in der Welt fahren durfte, obwohl der Bug nicht den Vorschriften entsprach. Die Schweden und die Esten waren für die Wartung und die Besatzung verantwortlich. Überlebende beschwerten sich über farbverklebte Türen, untaugliche Schwimmwesten und kaputte Rettungsinseln. Die estnische Crew wurde wegen ihrer langsamen Reaktionszeit und der unterlassenen Evakuierung kritisiert. Inzwischen nehmen die baltischen Staaten an NATO-Übungen teil, in denen sie für derartige Notfälle trainieren. In der Nacht der Estonia-Katastrophe beschädigte eine der Fähren, die an der Rettungsaktion beteiligt waren, die auch von der Meyer-Werft gebaute Silja Europa, eines ihrer Bugtore, und musste repariert werden. Inzwischen haben einige Fährunternehmen ihre Bugvisiere besser verschweißt, zusätzliche wasserdichte Tore eingebaut und Abschottungen eingerichtet, die die Ladung aufteilen. Aber für die Estonia kam das alles zu spät. Das ist für mich der entscheidendste Punkt, wie ich mich nach diesem Unglück verändert habe. Und ich glaube, ich sehe die Dinge jetzt kurzfristiger. Ich lebe mehr in der Gegenwart. Ich bin bei der Arbeit nicht mehr so gestresst. Wenn es etwas gibt, das getan werden muss, dann ist das nicht so wichtig, dass es mein Familienleben beeinträchtigt. Wenn ich es heute nicht schaffe, dann schaffe ich es morgen. Und ich glaube, dass ich in dieser Nacht, wegen dieser Nacht, 10 Jahre zusätzliche Erfahrung gewonnen habe, obwohl ich immer noch genauso alt bin. Aber natürlich habe ich schon immer gesagt, dass ich dafür auf den Tod von 900 Menschen hätte verzichten können. 900 people's death. Doch für mich als Individuum, als Mensch, möchte ich nicht auf das Estonia-Unglück verzichten. Denn ich habe viel daraus gelernt. Das klingt vielleicht merkwürdig, was ich jetzt sage. Aber so denke ich manchmal darüber. Ich kann meiner Mutter und meinem Vater sagen, wie schrecklich das alles war. Aber sie verstehen es einfach nicht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass sie in der Hinsicht Glück haben. Sie begreifen einfach nicht, wie furchtbar es war. Am schlimmsten ist es für diejenigen, deren Angehörige nicht mehr von dort zurückgekommen sind. Ich weiß nicht, wie viele deshalb traumatisiert sind. Ich wäre davon wie gelähmt gewesen. Es ist reines Glück, dass ich hier sitze. Ich rede, ich liebe, ich weine. Heute lebt Anneli Konrad mit Mann und Kind in Estland. Mikael Eun hat eine Familie und arbeitet als Techniker in Schweden. Magnus Lindström hat jetzt 3 Söhne und ist aus seiner Heimatstadt weggezogen, die 46 Einwohner bei dieser Katastrophe verlor. Kent Herstedt hielt sein Versprechen und lud Sarah in Stockholm zum Abendessen ein. Heute ist der schwedische Parlamentsabgeordnete, der sich für weitere Ermittlungen über diese Tragödie einsetzt. Rolf Sörmann und seine Familie leben in Stockholm. Obwohl er sich Fotos von jedem einzelnen Überlebenden angesehen hat, war das Gesicht des Mannes, der ihn beraubt hatte, nicht darunter. Hele Möttus Schwangerschaft verlief ohne weiteren Zwischenfall. 7 Monate nach der Katastrophe feierte sie mit ihrem Mann die Geburt ihres Sohnes Robin.